Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Heute geht's an die vierte Etappe vom Malerweg und wir laufen Richtung Neumannsmühle. Ja. Eine Richtung. 7,50 Euro. Am besten mit dem Bauer in Bayern rein, da hat er mehr Platz. So, hier ist die Straße, wo wir mit der Kürnitztalbahn angekommen sind. Wir sind bis Ostrauer Mühle gefahren. Hier steht jetzt dran schon mal Malerweg. Und wir gehen in diese Richtung. Das ist Etappe Nummer 4. Also, wir sind mit dem Auto nach Bad Schandau gefahren. Von dort aus mit der Kürnitztalbahn bis hierher. Und jetzt geht's hier den Malerweg entlang, über die Schrammsteine, am Carola-Felsen vorbei, am Kuhstall vorbei, bis zur Neumannmühle. Hier scheint es in letzter Zeit ordentlich gestürmt zu haben. Liegen jede Menge Bäume quer über den Weg. Puh, erstmal geht's ordentlich bergauf. Da läuft man hier nichts ahnend durch die Landschaft und dann schaut mal hier diese Felsen. Ich versuche mal zu zoomen. Die gucken dann einfach mal so zwischendurch durch die Bäume. Guckt mal da oben, das scheinen noch ein paar Höhenmeter zu werden. Na, mal schauen. Das ist das kleine Schrammsteintor. So, jetzt geht's erstmal nach oben. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Leiter. Hund. Ich habe schon überlegt, ob ich hier rumgehen kann. Aber da oben, hinter dieser Treppe, geht noch mal nach rechts ein Leiter weg. Okay, kein Problem. Dann müssen wir die Umgehung nutzen. Elbleiten oder Zeughausweg. Na dann, wieder runter hier den Berg. So, das Umgehen auf dem Elbleitenweg gestaltet sich ganz schön schwierig. Das ist ein riesiger Umweg, also bestimmt 2-3 Kilometer. Da muss man echt mit Hund viel, viel mehr Zeit einplanen. Aber jetzt machen wir erstmal eine Rast. Ist doch der perfekte Platz für Mittagspause. Weiter geht's nach oben. Über diverse, über Felsen und Tritte. Habt ihr gesehen? Wir haben den Malerweg wieder. Endlich! Das waren bestimmt 2-3 Kilometer Umweg. Jetzt kommen wieder Treppen. Aber die schaffen wir.
Cassie ist schon K.O. Aber gleich haben wir es geschafft. Nein. Ja, fein. Cassie nimmt die Alternative zur Treppe. Schöne hohe Felsen hier ringsrum. Ich wollte nur mal bemerken, dass Vodafone hier noch ganz schön zu tun hat, das Netz auszubauen. Gestern auf der zweiten Etappe von Wehlen nach Rathen hatte ich den ganzen Tag gar kein Netz. Und heute ist es so sporadisch, also immer mal wieder, dass ich Empfang habe. Ansonsten ist hier tote Hose. Also da kann sich Österreich und Schweiz echt noch ein Plus eintragen. Da läuft das viel besser in den Bergen. Wenn da jetzt was abbricht... Da war jetzt noch mal eine riesige, schwierige Stelle, wo ich sie tragen musste. Weil oberhalb dieser Leitertreppe sind nur Bretter genagelt, so wie Lattung auf so einem Dach. Und da kann ein Hund nicht laufen. Aber das Tragen hat sich gelohnt. Die Aussicht ist genial. Hier steht jetzt eine Selbsthilfebox. Klasse. Mit Trage, allem drum und dran. Die steht hier mitten im Wald. Einfach so am Wegesrand. Die Ameisen haben diesen Baum für sich erobert. Endlich Wasser. Jetzt führt der Malerweg hier an der Kürnitz weiter, direkt an der Straße, aber nicht weit, denn wir gehen jetzt zu einer Wasserfall und zum Kuhstall. Das sind natürlich hier so ganz blöde Strecken für einen Malerweg. Also direkt an der Straße und finde ich jetzt nicht so schön. Jetzt sind wir am Lichtenhainer Wasserfall. Jetzt müssen wir nur noch den Wasserfall finden, den Gasthof haben wir schon gefunden. So, jetzt geht's weiter zum Kuhstall. Das Restaurant hat auch geöffnet von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende sogar bis 18 Uhr. So, hier am Wasser möchte ich das Video beenden für heute von der vierten Etappe des Malerwegs. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier oben meinen Kanal abonnieren.